Sonos. Für viele Menschen steckt hinter dieser Marke mehr als nur Lautsprecher. Sonos steht für Klang, Lifestyle und kabellose Freiheit, auch im Heimkinobereich. Die neue Playbase verkörpert genau das und du kannst sogar noch deinen Fernseher draufstellen. Mission Heimkino Teil 6 startet nach dem Intro. Die Sonos Playbase ist seit Anfang des Jahres erhältlich und nun auch endlich bei mir in der Mission Heimkino angekommen. Sonos hatte ja bereits in Teil 1 mit dem 5.1 System und der Playbar einen beeindruckend guten Klang hinterlassen. Umso mehr bin ich nun auf die Playbase gespannt. Warum eigentlich Playbase? Erwiesen ist, dass die meisten Fernseher nicht an der Wand hängen, sondern auf Möbelstücken stehen. Mit der Playbase können jetzt Geräte bis zu 35 Kilogramm einfach auf die Playbase gestellt werden. So spart man eine Menge Platz und optisch sieht das auch noch richtig gut aus. Wie ihr schon seht, gehöre ich zur statistischen Minderheit, die ihr TV-Gerät an der Wand montiert haben. Dennoch gefällt mir auch so die Optik in meinem Setup ausgesprochen gut, muss ich sagen. War die Playbar nämlich nur in Schwarz zu bekommen, kann man die Playbase nun auch endlich in Weiß bekommen. Das Design ist dabei durchweg sehr schlicht gehalten. Davon sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen, denn im Inneren wurde eine Weiterentwicklung der Playbar verbaut, die gerade im Bassbereich einiges drauf hat. Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff. Lediglich die Frontblende, hinter der sich die Lautsprecherchassis verbergen, ist aus Aluminium gefertigt. Hier sind 43.000 kleine Löcher gebohrt, dadurch soll gewährleistet werden, dass der Klang ohne Störung das Gehäuse verlassen kann. Durch das dezente Design hält sich die Playbase optisch angenehm zurück und lenkt nicht vom Wesentlichen ab. Die Maße der Playbase betragen 58 mm in der Höhe, 720 mm in der Breite und 380 mm in der Tiefe. Das Eigengewicht beträgt 8,6 kg. Verbaut wurden insgesamt 10 Klasse D-Verstärker sowie 10 Lautsprecherchassis. Davon 6 Mitteltöner und 3 Hochtöner, die direkt in der Front sitzen. Ein 5,25 Zoll großer Tieftöner befindet sich im Gehäuse verbaut. Durch eine Luftleitung in S-Form werden Frequenzüberlagerungen verhindert. Fast die Hälfte des Gehäuses dient dabei der Basserzeugung und das spürt man, dazu aber gleich mehr. Auf der Rückseite sind die Anschlüsse der Playbase zu finden. Sonos setzt hier wie immer auf möglichst wenig Kabel. So haben wir hier lediglich 3 Anschlüsse: der Netzwerkanschluss, den optischen Anschluss und natürlich der Anschluss für das Stromkabel. Die Verbindung zum TV-Gerät kann lediglich per optischen Kabel erfolgen, wie es auch schon bereits bei der Playbar der Fall war. HDMI-Anschlüsse sind auch bei der Playbase nicht vorhanden. Bei den unterstützten Tonformaten hat sich ebenfalls nicht viel geändert. Stereo und Dolby Digital werden abgespielt, bei DTS bleibt die Playbase stumm. Die Steuerung direkt am Gerät befindet sich auf der Oberseite, ist aber Sonos-typisch sehr spartanisch. Die weiße LED kann bei Bedarf ausgeschaltet werden. Die eigene TV-Fernbedienung kann übrigens angelernt werden, sodass ganz bequem über eine Fernbedienung gesteuert werden kann. Lediglich bei der LG Magic Remote klappt das nicht, da hier die Signale nicht per Infrarot versendet werden. Um die Playbase zum Laufen zu bekommen, benötigt man auch hier die Sonos-App. Kostenlos im App Store oder Google Play Store zu bekommen. Zur Registrierung wird hier lediglich eine E-Mail-Adresse benötigt. Die App ist meiner Meinung nach sehr durchdacht und aufgeräumt. Man findet sich schnell zurecht und kann bequem sämtliche Einstellungen tätigen oder Updates installieren. Für die weitere Klangoptimierung steht die Sonos eigene TruePlay-Funktion zur Verfügung. Hierbei wird von der Playbase ein Ton ausgegeben, welcher über das Smartphone-Mikro aufgenommen wird. So können mögliche Klangreflexionen erkannt und gegengeregelt werden. Für die Messung läuft man einfach mit dem Smartphone in der Hand an der Hörposition entlang. Ja, sieht lustig aus, bringt aber nochmal eine Klangverbesserung. Bass und Höhen können anschließend in der App nochmal separat eingestellt werden. Und da wären wir auch schon beim Stichwort, der Klang. Die größte Neuerung an der Playbase ist der über Jahre weiterentwickelte Klang. Im direkten Vergleich zur Playbar kann die Playbase einfach in jeder Lage mehr. Mehr Bass, mehr raumfüllender Klang, mehr Klarheit. Den Unterschied hört man deutlich. Durch den wesentlich größeren Resonanzkörper kann die Playbase einen überraschend starken und tiefen Bass wiedergeben.
Dieser wird auch bis in hohe Lautstärken so stark gehalten. Erst ab einer zunehmenden Lautstärke wird etwas durch die verbaute Elektronik zurückgeregelt. Der Unterschied zur Playbar ist so deutlich, dass nur noch endlich Musik hören Spaß macht, denn da hatte die Playbar leider etwas geschwächelt. Den Klang im Heimkinobereich hören wir uns nun selbstverständlich zusammen an. Wie immer spiele ich euch ein paar kurze Ausschnitte von Trailern an. Ich gehe rein. Doch ihr seid soweit. Wir sind gleich hier. Ist das ein Gewehr? Weißt du nicht, wie Gewehre aussehen? Eigentlich waren ja Schwerter dein Ding und Knarren meins. Aber dann haben wir jetzt eben beide Knarren. War mir nur neu. Ah, das ist heftig. Gerade im Bereich Räumlichkeit kann die Playbase einiges mehr. Der Klang verteilt sich unglaublich gut im Raum, deutlich besser als es die Playbar geschafft hat. Auch wenn wie in meinem Fall die Playbase ein ganzes Stück tiefer als das TV-Gerät steht, hat man stets das Gefühl, der Klang kommt mittig aus dem TV-Gerät. Sprache wird zu jeder Zeit klar und deutlich verstanden, ganz egal wie viel Action gerade in der Szene vorhanden ist. Effekte kommen glasklar und kräftig rüber und der Bass hat genügend Power auch im unteren Bassbereich. Explosionen kommen so mit dem nötigen Druck. Die meisten werden hier mit Sicherheit keinen Subwoofer benötigen. Selbst auf hoher Lautstärke ist noch viel Druck vorhanden. Bleibt wie so oft nur der etwas bittere Nachgeschmack zum saftigen Preis von 799 Euro. Dafür bekommt ihr klangtechnisch im Heimkino und im Musikbereich einiges geboten. Wer mit der DTS-Problematik leben kann, sollte sich auf jeden Fall mal live vom Klang überzeugen. Gerade im direkten Vergleich zur Playbar ist hier ein deutlicher Unterschied hörbar. Ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen. Wenn noch Fragen offen sind, ab damit in die Kommentare. Ich helfe euch zeitnah weiter. Kauflinks findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich empfehle mich. Adios!